heute hat offiziell meine letzte Woche in meinen Semesterferien gestartet. Und ich dachte, ich nehme mich jetzt einfach nochmal bei mit, bevor der Uni-Kram bei mir wieder ansteht, weil ich glaube, dann werde ich nur noch irgendwelche Sachen im Zusammenhang mit der Uni filmen können, weil mein Leben wirklich nur noch daraus bestehen wird. Ich habe meinen Stundenplan gesehen, der ist richtig schlimm. Also ich hoffe wirklich so, so sehr, dass, keine Ahnung, nicht alle Sachen, die jetzt im Stundenplan aufgelistet sind, auch so Pflichtveranstaltungen sind oder halt auch mal ausfallen und nur so als Zeitblocker dort aufgelistet sind. Und ich hoffe es so sehr, weil sonst wird es echt anstrengend. Aber an sich freue ich mich auch darauf, weil ich habe jetzt genug gechillt und ich habe wieder Bock, in so eine Routine reinzukommen, wieder irgendwie so einen Grund zu haben, mega früh aufstehen zu müssen. Ja. Steht, aber ich freue mich richtig, dass ich mich aufgeraucht habe, rauszugehen, weil ich finde, man riecht schon richtig den Frühling. Vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. Die Luft ist anders. Man riecht das alles, also dass es langsam wärmer wird. Und ja, es ist zwar gerade nicht so schönes Wetter, die Sonne ist gerade schon wieder weg. Gibt mir richtig so Biker-Vibes. Ich muss sagen, ich würde auch tatsächlich richtig gerne Motorrad fahren. Ich glaube, wenn das nicht so teuer wäre, hätte ich das schon längst ausprobiert, aber ich weiß nicht, ob es sich bei mir lohnen würde, einen Motorradführerschein zu machen. Let's go! Leute, ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf den Sommer freue, mit Fenster runter, Sonnenbrille, geiles Wetter, man fährt rum, chillt am Strand. Ich habe gerade irgendwie richtig gute Laune, ich hatte den ganzen Morgen schlechte Laune und jetzt bin ich richtig hyped. Ich habe richtig Bock. Diese Szene ist gerade ein bisschen fail, weil ich gerade eigentlich Musik anmachen möchte. Aber das geht nicht, weil ich filme mit meinem Handy. Deswegen werde ich das jetzt ausmachen und dann ein bisschen, ja, den Moment in der Natur hier am See genießen. Und ja, ich denke ein bisschen auch am Handy chillen. Weil, also ich chill zwar jetzt am Handy, ich muss nämlich auf ein paar Nachrichten antworten. Aber ich bin ja trotzdem draußen und allein schon, dass ich rausgegangen bin, um die Sachen zu beantworten und nicht das Gleiche drin mache, ist, finde ich, schon so viel besser. Nochmal, was es dann letztendlich geworden ist. Und zwar bei Zara nur diese Hose. Ich fand die richtig cool irgendwie. Ich war mir in der Umkleide voll unsicher, ob ich die mitnehmen soll. Aber jetzt, wo ich so den Fit mit dem passenden Oberteil sehe, gefällt mir das richtig gut. Und dann habe ich noch diese Schuhe mitgenommen. Eigentlich war das gar nicht geplant, aber die waren richtig krass reduziert. Also die waren richtig günstig. Von 100 auf 40 Euro reduziert. Da kann man die ja auch mal mitnehmen, ne? Ja.
habe hier gerade ein bisschen aufgeräumt in der Wohnung. Ich sehe gerade, ich sollte auch den Spiegel wahrscheinlich sauber machen. Und wollte jetzt hier mit dem Arbeitszimmer weitermachen. Hier liegen halt noch die ganzen Sachen von der Reise rum. Und darum werde ich mich jetzt, glaube ich, kümmern, damit fürs nächste Semester ja, das Arbeitszimmer schön ordentlich ist. Wenn ich hier gerade die Sachen auspacke, dachte ich, zeige ich euch nochmal die neuen Bücher, die ich mir geholt habe. Ich lese hier aktuell noch die Self-Me-Reihe, also die besteht ja aus drei Teilen und ich bin irgendwie in den letzten Wochen leider viel zu wenig dazu gekommen. Also ich bin gerade beim dritten Teil und der ist dann auch fast abgeschlossen. Und dann freue ich mich schon, diese Schätze hier zu lesen. Ja, ich hatte die eigentlich auch in den Urlaub mitgenommen, weil es gab tatsächlich auch Urlaube, wo ich schon so 5 Bücher oder so gelesen habe. Aber wir waren wirklich von morgens bis abends unterwegs. Ich hatte gar keine Zeit, irgendwie zu lesen, was natürlich cool war. Also es war trotzdem voll der schöne Urlaub. Also einmal haben wir Spanish Love Deception. Das soll anscheinend voll gehypt sein auf TikTok. Da bin ich auch voll gespannt. Ich liebe ja generell so richtige Liebes-Klischee-Geschichten. Mit sowas kriegt man mich. Und Spanish Love hat sich auch sehr vielversprechend angehört. Ja, dann haben wir hier Kissing Chloe Brown. Das sah auch ganz cool aus. Und das hat mir irgendwie richtig Sommer-Vibes gegeben. Ich habe davon noch nichts gehört. Das Buch heißt Die kleine Bucht in Kroatien. Und irgendwie fand ich das ganz cool, hat mich angesprochen. Gerade, dass die Waschmaschine fertig ist und ich wollte die Wäsche eigentlich hier aufhängen, aber ich glaube, ich werde die Wäsche das erste Mal dieses Jahr auf unserer Terrasse aufhängen. Ich freue mich gerade irgendwie voll, weil das heißt, dass der Wäscheständer jetzt nicht mehr hier mitten im Wohnzimmer die ganze Zeit rumstehen wird, sondern ab jetzt draußen trocknen kann. Viel gechillt, muss ich sagen, aber jetzt geht's weiter und zwar mache ich uns jetzt ein Mittag-Abendessen, irgendwas so in die Richtung. Ich mache direkt ein bisschen mehr, damit wir die nächsten Tage noch was davon haben und zwar wird es ein Nudelauflauf mit Hackfleisch. Ich glaube, das habe ich hier auch noch nie gemacht auf dem Kanal, deswegen zeige ich euch einmal, wie ich das mache. Ja, dafür nehme ich mir erstmal ein bisschen Hackfleisch und brate das in der Pfanne an. Parallel werden dann schon die Nudeln abgekocht, damit das im Ofen nur noch so 20 Minuten rein muss. Ansonsten freue ich mich voll auf heute Abend. Ein Freund kommt zu mir und wir gucken Jeremy's Next Topmodel. Ich gucke eigentlich kein Trash-TV, also das ist echt so das Einzige, was ich im Fernsehen gucke in der Richtung. Und irgendwie mache ich das, weil ich das schon seit Jahren mache und ich finde es einfach echt pures Entertainment. Und heute ist auch noch das Umstyling. Ich freue mich immer noch wie früher jede Woche auf den Donnerstag. Ich habe das Gefühl, mittlerweile gucken das nicht mehr so viele. Aber ich bin immer noch sehr hyped, was geht. Ich bin richtig gespannt, wer es dieses Jahr wird. Ich glaube, es wird eh wieder jemand, den ich nicht mag. So wie jedes Jahr gefühlt, gewinnt nie die Person, für die ich bin. Aber egal, ich guck's trotzdem jedes Mal aufs Neue.
ich bin jetzt wieder auf dem Weg. Ich glaube, ich habe das hier noch nie erzählt. Vielleicht habt ihr es irgendwann mal gesehen im Hintergrund. Ich bin auf dem Weg zum Saxophonunterricht. Ja, ich spiele das jetzt wieder seit ungefähr einem Jahr. Ich habe es als Kind mal gespielt. Und während Corona dachte ich so, boah, ich muss wieder irgendwie mehr Hobbys haben. Und dann habe ich halt wieder mit Saxophon angefangen und halt auch mit Tanzen. Und ich weiß ja nicht, ob ich das irgendwann hier zeigen werde, wie ich spiele, weil ich finde, ich bin wirklich sehr eingerostet, wenn ich das mit damals vergleiche. Aber ja, wer weiß, was noch so kommt. Ich brauche ja eh, finde ich, noch ein bisschen, um hier auf YouTube aufzutauen. Ich habe das Gefühl, manchmal bin ich immer noch richtig verkrampft, aber es wird schon besser. Also wenn ich das mit meinem ersten Video vergleiche, da war ich echt richtig aufgeregt und es war richtig unangenehm, das zu gucken. Und das wird jetzt mittlerweile immer besser, aber noch nicht perfekt. Genau. Aber das wollte ich einfach nur erzählen.